Hallo meine kleinen Zombies, willkommen zum Studio-Vlog Nummer 11. Viel Spaß bei dem Video. Es ist schon Dienstag und ja, ich habe hier noch gar nichts eingetragen. Ja, so ist das, ne? Also, fangen wir mal am besten von vorne an. Diese Zeichnung kennt ihr ja noch. Ich habe die jetzt fertig gemacht, ausgemalt und es hat so ewig lange gedauert. So, die bei Instagram haben das ja schon gesehen. Und ja, während des Malens ist mein grauer Stift leer gegangen, aber ich konnte das noch ein bisschen vertuschen mit Buntstift. Ja, das ist das Bild und oh mein Gott, es hat so ewig lang gedauert. Aber naja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch momentan irgendwie voll Bock, so größere, aufwendigere Bilder zu malen, wo ich länger dran sitze. Irgendwie macht mir das Spaß. Deswegen habe ich jetzt nochmal angefangen, die nochmal zu machen. Aber anders, weil einige haben geschrieben, die mögen dieses ja, Seance-Beschwörungsthema nicht so gerne. Und deswegen dachte ich mir, ich mache die nochmal und die ein bisschen in einer anderen Situation. Er hat Apple Pie gemacht, er trinkt sich einen Tee, er kuschelt mit einer Katze. Für die anderen drei Charaktere muss ich mir noch was einfallen lassen. Und ich werde das auch so lassen. Und die anderen, also dieses, wie das aufgebaut ist. Und die anderen drei auf ein anderes DIN A4 Blatt. Und mal gucken, ob ich die irgendwie auf ein Blatt dann digital zusammenfügen kann. Mal schauen. Dazu würde ich gerne ein Speedpaint machen. Weil ich habe momentan nicht so viel, was ich jetzt Neues für den Shop machen kann. Obwohl, das ist ja eigentlich was Neues für den Shop, ne? Nur, dass ich da erstmal ein Speedpaint gerne zu machen möchte. Und genau. Aus dem hier wird übrigens noch eine Postkarte gemacht, weil meine Mama hat Postkarten bestellt. Und ich war total verwirrt, weil ich habe das ganz vergessen. Und auf einmal kommt da Post und ich so, hä? Ich habe doch gar nichts bestellt. Und dann waren das die Postkarten. Und zwar von diesem. Ja, 50 Stück. Und oh, sie glänzen. Oh mein Gott. Ja, die Rückseite ist sehr unspektakulär, aber oh mein Gott. Und wie toll das aussieht, ne? Oh, so schön. Genau, da haben wir einen ganzen Batzen und deswegen vielleicht auch mal mehr Postkarten. Und ich fand die so cool. Wir haben die jetzt erstmal als Test gemacht, wie das dann so aussehen wird. Und deswegen das auch definitiv als Postkarte. Genau, und dann habe ich mir Stifte gekauft beim Rossmann, gestern, ich bin ja jeden Tag shoppen, ne, wie eine wahnsinnige, nein, aber ich war halt da und habe ich gesehen, die haben runtergesetzt auf 2,50 Euro von 4,99 Euro diese Aquarell-Doppelfilzstifte und ich habe schon ein bisschen damit rumprobiert und die lassen sich richtig genial ineinander verblenden. Und dann möchte ich auch so eine Art Doodle-Bild machen, nur vielleicht mehr wieder so Candy, Kawaii-mäßig. Dann halt auch auf größerem Papier. Ich kann das auf dem normalen Papier nicht machen, das habe ich schon gemerkt. Das Papier dröselt sich halt auf. Nee. Ja, die Spitzen sehen nicht so geil aus, aber es funktioniert irgendwie. Und deswegen werde ich das mal auf Aquarellpapier versuchen. Genau, dann habe ich mir direkt ja, jedes Paket, was da gab, mitgenommen. Ich meine, für 2,50 Euro. Es wäre schön blöd, es nicht mitzunehmen. Genau, und dann hatte ich mir noch bestellt bei Catnip Illustrations. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber so süß. Jetzt Washi-Tape rausgebracht. Das musste ich. Sie hat jetzt eigenes Washi-Tape. So, und dann kriegt man hier so eine You the Best. So eine Dankeschön-Karte. Total süß. Und als Goodie gab es diese Sticker. Und die Rückseite ist auch mal so mega süß. Ja, total süß. Da ist ihr Marshmallow. Ja, sie nennt ihre Community immer ihre Marshmallows. So wie ihr meine kleinen Zombies seid, ist ihre Community, sind dann die Marshmallows.
Und hier seht ihr schon was von den Washi-Tape. Oh. Und eins habe ich doppelt bestellt, weil ich eins davon verschenken möchte. Und zwar habe ich dieses hier doppelt bestellt. Eins verschenke ich. Auf jeden Fall ist das, ach, wenn man so ein Geschenk hat oder so und das damit, ja, das ist, oh, das ist so cute. Und dann ihren Gingy und Spicy. So heißen diese Figürchen, Gingy und Spicy. Und ja, ich habe jetzt die B-Ware übrigens davon geholt und ich finde die B-Ware, ich weiß nicht, warum es B-Ware ist, aber es ist sehr cool. Deswegen war das auch ein bisschen günstiger. Genau. Das war das. Ja, ich glaube, das war's jetzt erstmal soweit. Und dann würde ich gerne mit dem Speedpaint loslegen. Ja, dann viel Spaß beim Weiterschauen, ne?
Hallo, es ist Donnerstag, mein Drucker ist gerade fertig geworden. Und ich habe das Bild fertig gemalt. Und das sieht jetzt so aus. Nur die lilanen Rahmen gefallen mir überhaupt nicht. Das hätte ich weglassen sollen. Deswegen habe ich das eingescannt und die Rahmen weggemacht. Ich habe das nämlich eben ausgedruckt und ihr seht, es sieht ohne Rahmen besser aus. Nur der Druck ist jetzt ein bisschen dunkler geworden. Und ein bisschen kleiner. Naja, egal. Das war jetzt nur ein Test. Aber ihr seht, ohne Rand ist es irgendwie viel schöner. Finde ich jetzt persönlich. Ja. Genau. Und daraus möchte ich versuchen, Lesezeichen zu machen. Ich weiß, ich muss noch die anderen drei Charaktere machen. Da werde ich vielleicht am Wochenende mit anfangen. Weil ich glaube nicht, dass ich das jetzt diese Woche noch schaffen werde, weil morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Deswegen wollte ich den Studioblock auch heute fertig machen. Und ihr seht, hier liegt einiges an Stickern rum. Ich bekomme heute auch noch welche. Und zwar hat meine Mama jetzt hier mal so alle zusammen auf einen Zettel, also auf einen Bogen gemacht. Hier zum Beispiel, die sind ein bisschen dunkler, die sind ein bisschen heller. Die sehen beide ziemlich cool aus. Oder? Ja, die Farben sind dann mal total anders, aber es sieht irgendwie cool aus. So, dann haben wir hier Shai. Den muss ich auch noch einstellen. Und hier haben wir Willow, den habe ich schon eingestellt. Genau, ach ja, hier ist noch so eine Postkarte. Die tue ich da oben rein, wo sie hingehört. So. Und hier muss ich halt noch den weißen Rand abschneiden. Und hier schreibt dann immer so niedliche Zettel dazu. Genau, das ist Willow. Und das ist so mega cool geworden. Die Farben sind der Knaller. Also wir haben jetzt auch einiges an Papieren, Stickerpapieren ausprobiert, meine Mom und ich. Uns wurde auch eins empfohlen, das habe ich dann auch direkt gekauft. Nur das war so am Stinken, so chemisch. Ne? Meine Mutter sagt, ich muss das wegschmeißen. Meine ganze Bude riecht danach. Ne? Und es hat halt einfach keinen Sinn. Und dann haben wir hier dieses ausprobiert, dieses glänzende. Aber ja, also wir werden bei diesem guten, teuren Papier bleiben. Das ist zwar mega teuer, aber ganz ehrlich, die Qualität ist einfach fantastisch. Ne? Und das ist ja das Wichtigste. Ne? Genau, hier habe ich noch ein paar Dankeschön-Sticker. Komm her. Hier haben wir nochmal Shai. Und man sieht dann schon, welches Papier das Gute ist und welches nicht. Ne? Man sieht es einfach. Das ist das Gute hier. Das ist das Gute. Und jetzt seht ihr den Unterschied. Klar, ich könnte sagen, ja, aber wenn ihr das nicht nebeneinander haltet, dann seht ihr das nicht. Ne? Aber ich könnte das nicht mit mir vereinbaren. Ja. Deswegen werde ich diese hier behalten. Die nicht mit der guten Quali, die kann ich dann auf dem Briefumschlag tun. Und hier, die Farben sind nicht so klar. Na, das ist der Test. Und das ist eins auch von den günstigeren Papieren und das sieht einfach furchtbar aus. So, und hier seht ihr den Unterschied. Ja, also deswegen, ja, holen wir lieber das teurere Papier. Es hat sonst keinen Sinn. Ne? Auch hier sieht man, das war noch das günstige. Und diese Teile hier, wartet mal, wo sind sie? Weil viele sagen, das ist ein Kartenaufleger, weil ihr kriegt das ja immer als Goodie mit rein. Und alle denken, das ist ein Kartenaufleger, das ist auch ein Sticker. Das ist ein Sticker und ihr seht hier den Unterschied von den Farben. Ja. Deswegen habe ich meine Mutter gebeten, das so zu machen, dass ich die halt ausschneiden kann, dass ihr auch seht, das ist ein Sticker. Und nicht denkt, das ist nur irgendwie zum irgendwo drauf, selber draufkleben. Aber die Farben gefallen mir nicht. Deswegen hat sie die auch nochmal neu gemacht. Das bekomme ich dann heute. Und die werde ich jetzt auch einfach für Briefumschläge oder so benutzen, dass ich euch das dann einfach so da draufklebe, weil wegschmeißen wollte ich das jetzt nicht. Das wäre zu schade. Genau, das war das von dem Sticker-Update. Und ich habe mir überlegt, Pins zu machen. Aber selber. Ich habe da schon zwei Prototypen gemacht. Ich habe auch schon die Rückseiten bestellt, die man hier drauf tut. Hier diese Pin-Dinger.
Nur ich habe nicht das Geld, um Hunderte von Euros auszugeben, um so ein Pinset zu bestellen. Deswegen mache ich die selber. Und ich weiß, die sehen jetzt nicht gerade toll aus, aber es sind nur die Prototypen. Hier habe ich das versucht mit Serviettenkleber zu überziehen. Das sieht furchtbar aus. Und hier habe ich das mit Resin überzogen. UV-Resin. Und das sieht super aus. Deswegen werde ich das so machen, dass ich die alle mit UV-Resin überziehe. Und das wird auch nicht das Endmotiv sein. Das habe ich jetzt nur so gemacht. Und ich kann ja mehrere Motive machen. Und ich habe hier mein, ja, Skizzenbüchlein. Und ich dachte mir, also ich habe mit meiner Mutter schon besprochen, dieses Onigiri soll es zuerst, also soll es werden, mit Sojasauce auf dem Schädel. Genau. Und dass wir dann erstmal solche Kawaii-Pins machen. Ja, ich habe hier, ich male hier so rum, ich übe hier so ein bisschen verschiedene, ne? Genau. Das mache ich dann nebenbei auch noch irgendwie immer. Dass ich mal ein paar Sachen übe, die ich nicht so oft male. Genau, und jetzt will ich aus den einen Dudes, Fantasy-Dudes, ja, sie heißen hier, sie heißen wirklich so. Fantasy-Dudes! Will ich mal versuchen, Lesezeichen zu machen, aber nicht so aufwendig wie die anderen. Sondern ganz simpel auf metallischem Papier, weil das Papier ist schön dick und stabil und dann kommt da eine Quaste dran und dann war's das. Dann kann ich sie erstens günstiger anbieten und es dauert nicht so ewig lange, die zu machen. Und ich werde jetzt auch nicht so ein Riesen, so viele machen, mach vielleicht 6 Stück pro Motiv erstmal nur. Ich muss ja erstmal gucken, ob die weggehen, ne? Weil ich habe hier so viele Sachen, die dann teilweise gar nicht weggehen. Ja, aber jetzt habe ich sie, ne? Was soll ich machen? Jetzt liegen sie da rum. Aber egal. Dann, ja, machen wir mal Lesezeichen. Ja, das wäre jetzt so ein fertiges Exemplar. Ich habe jetzt versucht, einen Hintergrund zu finden, der einigermaßen dazu passt, weil das Bild ja leider nicht die richtige Größe hat dafür. Und ja, aber ich finde, die sind doch ganz süß geworden. So würden die dann verpackt aussehen. Ganz schlicht, ganz simpel, aber irgendwie cool. Und dann mache ich vielleicht 8 Stück davon. Weil halt nun mal 4 auf eine DIN A4 Seite passen und ja, dann habe ich halt anstatt 6 8 Stück. Einen werde ich draußen lassen zum Abfotografieren und genau, dann werde ich jetzt die anderen 2 Motive bearbeiten. Aber ich muss gleich auch noch mal kurz zur Post, beziehungsweise ich darf Bestellungen wegbringen. Vielen Dank dafür. Genau, dann erst Bestellungen wegbringen und dann mache ich hiermit weiter.
Fertig. Puh. Ja, also mir gefallen sie sehr gut. Ich habe hier jetzt nochmal jeweils einen unverpackt gelassen. Und ich finde, dieses Metallic-Papier sieht auch mega cool aus. Sogar die Rückseite ist schön. Das seht ihr jetzt leider über Kamera nicht. Nö. Aber naja. Ja, gefällt mir richtig gut. Und dann werde ich irgendwann mal anfangen, die nächsten drei Charaktere zu malen. Aber mir fällt dazu momentan noch nichts ein. Deswegen stresse ich mein Gehirn nicht. Und wenn mir was einfällt, mache ich dazu was. Ne? Genau, weil ich wollte ja auch noch viele andere Sachen machen. Oh Gott, ich habe wieder zu viel zu machen. Oh Gott, aber es macht ja Spaß. Weil ich möchte ja jetzt die Pins machen. Ich muss immer noch den Rahmen für Scully machen, für diesen kleinen Hasen. Da sollen ja Memo-Pads draus gemacht werden. Und ich wollte die neuen Aquarellstifte ausprobieren. Und da will ich ja auch so ein Doodle-Bild machen. Ja. Aber das sehen wir dann im nächsten Vlog, weil dieser hier ist jetzt zu Ende. Wie gesagt, morgen bin ich leider nicht da. Und freitags lade ich immer den Vlog hoch. Da ich das nicht schaffe, mache ich das halt heute. Aber dafür kann ich dann am Samstag, wenn es passt zeitlich, direkt loslegen. Mit dem neuen Vlog und viele neue schöne Dinge machen für euch. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es eigentlich nur ein Speedpaint gab. So gesehen, ne, hauptsächlich. Aber naja, mal was anderes, ne? Nicht immer dasselbe. Oh je, Entschuldigung. Okay, ihr Süßen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.